und dann hier lang. Alles gut, alles gut. Ich überfahre sie ja nicht. Und rechts lang. Und da lang. Perfekt. Munition haben wir. Wir würden dann nochmal schnell zum zur Postmeisterei gehen und uns Munition holen. Und dann holen wir uns die Gangster. Die bösen Gangster. So, Herr Fleischer, ich habe was für Sie. Hello, you look hungry. Federn. Lucky this is popular, how what common it is. Schwungfedern, wie viele? Na, wahrscheinlich von irgendwas bekommen. Deal. Fett kann man gebrauchen für einige Waffen. Eine Geruchst... also 20 Geruchsdrüsen, okay. Dime a dozen these days. Das wollte ich eigentlich nicht verkaufen, aber das hier. Okay. Sehr schön, danke. Oh, 1000 Tierprodukte verkauft. Ja, das sind wir. Müssen wir hier runter nochmal. Da kommt ein Zink auf uns zu. So. Also, ich probiere mal so ein bisschen wieder die Gewehre aus. Es gibt ja leider keine neuen Waffen, soweit ich weiß. Good to see you again, Mister. So. Abholen, danke. Wir haben doch bestimmt hier irgendwas zum Abholen. Ja, guck mal hier. Unseren kompletten Vorrat. Gewehrmunition, Repetiermunition. Betäubungsmunition hatten wir sogar noch auf Halde. Sehr schön. Dann haben wir ja eigentlich grundsätzlich erstmal alles da. Dann links lang. Und dann als geradeaus und dann... ja, da rechts. Perfekt. Sehr gut, legendäre machen wir jetzt. Wir gucken mal, welchen wir noch nicht haben. Ja, eins zu früh abgeschossen. Ist ja auch egal. Welchen legendären haben wir denn noch nicht? Können wir ja nicht alle auf einmal machen. Ich muss niesen. Danke. Danke, danke, danke. Okay, wir haben einige noch nicht. Wir haben, glaube ich, Bow noch nicht. Wir haben... haben wir ihn hier nicht? The Wolfman? Keine Ahnung. Sissel Tucker haben wir auch noch nicht. Sie haben wir zweimal gemacht. Etta Doyle hatten wir noch nicht. Tobin Winfield. Ja, wir können ja mal so durchgehen. Fangen wir mal von oben an, ne? Was schon. Abfahrt. Was machen wir jetzt? Dann machen wir. Machen wir mal weiter. Jean Beau Finley. Damn, I'm starting to wish I'd kept this fool for myself. Rich dandy who read one too many dime novels, out there trying to play outlaws with the big boys. Loves himself just as much as his daddy clearly didn't. Spent his inheritance rounding up the best gunmen money can buy, but they don't give a damn about Beau. Their only job is to make him look good, get his name in the newspapers. He and some of his fancy rifle club friends have taken over the old mansion at Shady Bell. Lots of guards, lots okay. of weapons. Peter. Nothing but the best for young Beau. So okay. why don't you head over there and dirty up his suit a little? Für den Typen, einfach nur weil ich's kann, nehme ich das Ding hier mit. Das Rolling Block. Helfen kann's mir. Das sind zwei Kanus. Okay. Dann renn halt hier nicht rum. Okay, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Habe ich Messer, Axt dabei? Ich habe Messer dabei. Vorne leuchtet's. Wenn ich nur wüsste, wo er ist. Alter, ist hier viel los. Nor
horse collars but his one lick. We'll be carrying on if it can get us all killed. Okay. Da wollte ich einmal irgendwie was Sinnvolles machen. Gut. Okay. Ja, du Kollege. Das, was du kannst, kann ich schon lange. Noch jemand? Ich nagel euch auch sonst wohin. Bewegt deinen Hintern nicht raus. Du stehst, glaube ich, nicht mehr. Weg. Weg. Ich glaube, das ist sein Pferd gewesen. Da hinten ist noch einer. Der ist weg. Gibt's nur noch Leute, die Stress wollen? Okay. Die werden sich jetzt näher rantrauen. Der ist weg. Okay. Langsam. Da hinten gibt es noch Leute, die mich wollen. Okay, runter. Nächster Tod. Hey, Buddy. Steh auf. Ja, komm, schieß weiter. Weißt du, was ich mit dir mache? Wenn ich dich treffe. Schadet leider nicht. Dann halt so. Ja, das mit dem Werfen habe ich es nicht so drauf. Buddy. So, jetzt hat's den umgehauen. Hallo? Kannst du... Warum hat er denn die Waffe weggesteckt? Buddy. What the fuck? Das schießt man ein paar Mal drauf und dann denkt man sich auch schon, ja, meine Güte. Wo ist denn unser Typ? Shady und Shady Bell. Premium-Zigaretten. Wow. Hier komme ich nicht rein.
Bist du hier drinne? Whoa, wait! Don't shoot! You know who I am? Of course you do. Everybody knows who I am. Aber auf dem Boden mit dir, Junge. Get out! Quit messing up my soup! Jo, ja, ja. Get your filthy hands off me! Versuch's nur. Du bist meiner. Bo. Der Schöne. Ja, ist es auch. Das, was du die ganze Zeit gemacht hast, ja. Ich hoffe, das Pferd kommt zu mir. Ja, tot. Hä? Warte mal, was ist denn hier los? Ist hier jemand? Warte mal. Ich leg ihn mal ganz kurz ab, den Jungen. Was ist das denn? Ein Sträfling? Dann lassen wir dich mal los, Kollege. So. Willst du mich verarschen? Oh ja, hier. Ich verstau dich mal darauf. Du bist nicht mehr so hübsch. Nein, sind wir uns nicht. Nicht annähernd. Gerade du, Kollege. Aber den Mund halten, danke. Danke. Boah, ist das eine Nervensäge. Boah, ist das eine Nervensäge. Herr Jesus. Den könnte ich gleich noch einer reinzwiebeln. Am besten mit der Waffe. Nee, der fängt jetzt gleich wieder an rumzuholen. Komm mal ran auf den Meter. Komm mal ran auf eine Armlänge. Schießt sich sowas von aus dem Leben. Hab's dir doch gesagt, komm mal ran an der Armlänge. So einfach geht das. Bin doch nicht doof, Alter. So, Bo. Mal schauen, was sie mit dir machen werden. Ja, ja. Ich berge auch immer alle an, aber wird wohl nichts, ne? Mr. White. Whom do we have here? Got a cold cell all lined up for them. Here's your due. Danke. Dann haben wir den auch. Edge Badge. So einfach geht das. War jetzt auch nicht so schwer. Also das Level fand ich jetzt nicht so schwer. Aber man muss auch zugeben, die NPCs haben sich auch total doof angestellt. Also die haben ja versucht, mich mit diesem Gerät da anzuschießen und das hat denen ja gar nichts gebracht. Also gut, so ist das halt. Ja, Ladescreen. Hi. Da sind wir wieder. Warum zieht er immer sich dieses doofe Ding über die Nase? Meine Güte. 81? Oh, 034, 640. Du, ich beschwere mich nicht. Kann mir jemand mal das Ding ausziehen? Danke. Ich will mal was schauen. Fortschritt. Welche Rollen sind noch nicht vollkommen durch? Ja, der Kopfgeldjäger. Gut, Naturkundler, selbstverständlich. Sonst haben wir alle durch. Was können wir denn hier noch bekommen? Gut, die Knöcheldinger, Kopfgeldjäger, Anstriche besonders.
Und was ist das hier? Erfahrungsauszeichen für Kumpel. Okay. Lerne EP gegen Belohnungen. EP gegen Belohnungen? Okay. Okay. Sei es drum. Was ist das denn? Ja, okay, gut. Das ist ja. Ja, das ist okay, diese Rüstung. Vielleicht nehmen wir sie uns sogar, aber nur weil es geht. Naturkundler. Beim Naturkundler bekommen wir hier lernen, Fährten an neuen Events teilzunehmen. Okay. Genau, verwundete Naturkundler. Ja, das wird wahrscheinlich auch das hier sein. Wo wir dann auch hier die neuen Sachen lernen. Also 6, wenn wir, also ne, 7 durchhaben, dann geht das, okay. Okay. Jo. Guti, dann lassen wir das mal so. Holen uns ein bisschen, hallo? Danke. Dann gehen wir gerade mal rein, holen uns Munition. Ja, ich weiß, du hast da was für mich. Hallo there. Geht's euch gut, ja? Habt ihr wieder Spaß? So. Gucken wir, ob wir die nächste machen können. Dann haben wir ja auch alle mal durch. Würde mich eigentlich... nicht da reinreiten. Meine Güte, Pferd. Icarus, Mensch. So. Gucken wir, ob wir die... Ich glaube, wir haben eine gewisse einen gewissen Cooldown, ne? So, mal kurz gucken. Genau, haben wir jetzt gerade Cooldown. Würde uns Harriet denn wieder empfangen wollen können? Ja, sie würde uns wieder empfangen wollen können. Dann reiten wir direkt zu ihr. Oder vielleicht machen wir sogar mal eine Schnellreise zu ihr, weil so weit ist es ja nicht. Wo müssen wir denn hin? Was ist denn nochmal der Ort? Da gibt es auf jeden Fall einen. Point in the, oder? Ist doch ein Lagras wahrscheinlich dann. Ja, krass. Nach Lagras. Lagras, da ist es ja. Gratis Schnellreise, meine Güte. Schnellreise nach Lagras würde uns jetzt auch nicht Unmengen kosten. Wobei wir tatsächlich noch ein paar Proben sammeln könnten. In Blackwater. Wäre auch möglich. Ah, komm, wir geben jetzt erstmal. Lass mich raten. Ja. Oh, hier haben wir Ohrringe gefunden. 10 von 11. Mal wieder, ne? Ist immer das gleiche, ich schwör's euch. Runter damit. Ich find's schade, dass das immer wieder aufzieht. Ja. I hope you don't think I forgot about previous actions. Let me see what you've collected. Ich habe hier aber Sachen. I bet this was a feisty little critter. One of our smaller friends, but no less. Ich glaube, da ist was durchgegangen gerade, oder? Small but often very fast. Nature's predators keep the balance. Okay. A far cry from hunter's rifle. Du kannst es... Ja. You know, this connection between us? Mhm. It's developed into something quite powerful, don't you think? The majority of people go through life believing they see everything. When, in fact, they see almost nothing. Confined by the limits of their own consciousness. Just imagine if you could scurry as a possum. Hop as a rabbit. Well, I've discovered an herb, scarlet and amethyst flowers, Harriatum officinalis, who's what I've named it. If you can make contact with a vestige of the animal while ingesting the herb and truly opening your mind to its vital forces, you will be transported in ways you can't even begin to fathom. Trust me, this will open your eyes. Be free. I wouldn't share this information with anyone but you. Jetzt haben wir die Fähigkeit bekommen, legendäre Tiere zu sehen. Swamps and rivers host so many creatures. Travel safe.
Okay. Also, das haben wir jetzt. Was haben wir denn noch fertig? Das war ja genau das, was ich wollte. Also, es scheint ja jetzt einen ziemlich Fortschritt gegeben zu haben. Wo sind wir denn? Naturkundler 5. Okay, dann haben wir genau das hier durch. Lerne die Fährten legendiratiert zu sehen. Das ist gut. Hier sind wir noch nicht so ganz durch, aber wir sind auf einem guten Weg. Das finde ich sehr schön. Kann man mit ihr schon Mission machen? Ich weiß nicht, ab wann das nochmal war. Someone has been behaving themselves from what I hear. Doch, kann man machen. Legendäre goldener Geisterbär, legendäre. I keep hearing rumors about this majestic bear. Would make for fascinating study material. Wir probieren es mal aus. Schön. Well, I sincerely hope you've stayed well away from that Neanderthal, Gus McMillan. Can you imagine if he took such delight in murdering his fellow men and displaying their severed heads on the wall? He'd be straight to the noose. Anyhow, I've heard rumors of a magnificent bear that's been seen around these parts. You'll know it when you see it. A fox told me. If you could track it down and get me a sample, I'd love to study the physiology in more detail. Just please be gentle with it. Das werden wir auf jeden Fall tun. Ich würde hier aber mal eine kurze Aufnahmepause machen, weil ich schnell ums Eck muss und dann kümmern wir uns um den Bären. Von daher bedanke ich mich schon mal herzlich bei euch und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.